الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله. الله تعالى erwähnt in der سورة آل عمران in drei Versen folgendes. Er sagt: Ist es nicht so, dass als euch ein Unglück traf, obwohl ihr den Feind mit einem zweimal so großen getroffen hattet, ihr sagtet, woher kommt das? Sag, es kommt von euch selbst. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Das ist der erste Vers. Im zweiten Vers, direkt danach, sagt er, und was euch an dem Tag traf, da die beiden Heere aufeinander trafen, so geschah das mit Allahs Erlaubnis, damit er die Gläubigen kennt. Im dritten Vers, und damit er diejenigen kennt, die heucheln. Diese Verse in der Surat Ali Imran sind in dem Kontext der Schlacht von Uhud zu verstehen. In der Schlacht von Uhud, im Monat Sha'ban, im dritten Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sehr oft und häufig wird in dieser Sura über dieses Ereignis gesprochen. An ca. 80 Stellen der Surat Ali Imran spricht Allah Ta'ala über dieses große Ereignis, die Ghazwatu Uhud, welche die zweite Schlacht des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Vor ihr war der große Sieg von Al-Badr. Auch in dieser Schlacht war der Prophet sallallahu alaihi wasallam höchstpersönlich an der Front. Und die treuen und aufrichtigen Gefährten waren seine Einheit. Aber trotz diesen Umständen erfuhren sie einen bitteren Ausgang. Sie erfuhren nach dem großen Sieg von Badr hier in dieser Schlacht einen bitteren Ausgang. Anfangs haben sie noch den Sieg geräumt, am Ende dann aber kam schlagartig ein unerwarteter Angriff und sie kamen aus dem Konzept und am Ende stellten sich dann einige diese Frage, über die Allah Ta'ala berichtet: Ihr sagtet, woher kommt das? Wie ist das geschehen? Hierauf kommen dann die drei nüchternen Antworten. Und die erste Antwort ist die wichtigste. Sag, es kommt von euch selbst. Es kommt von euch selbst. Ihr selbst seid schuld. Allah hat zu allem die Macht. Das heißt, wenn er wollte, hätte er es trotzdem anders sein lassen. Aber er wollte euch zeigen, dass ihr selbst an eurer Situation schuld seid. Zweitens, und was euch an dem Tag traf, da die beiden Heere aufeinander trafen, so geschah das mit Allahs Erlaubnis, damit er die Gläubigen kennt. Und drittens, und damit er diejenigen kennt, die heucheln. Er kennt sie ja alle. Aber hiermit ist gemeint, damit sein Wissen auch erkennbar und offenbar wird. In der Bedeutung dieses Verses gibt es zwei Aussagen unter den Tafsir-Gelehrten. Ich nenne aber hier nur eine, die eher zum Kontext passt. Und zwar ist mit der Aussage Allah Ta'alas, es kommt von euch selbst gemeint, wegen dem Ungehorsam. Wegen dem Ungehorsam gegenüber dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, als er euch befahl, eure Positionen nicht zu verlassen. Aber ihr musstet sie ja verlassen. Was hat das für eine Geschichte? Kurz dargestellt und zusammengefasst. Als der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, bei Uhud ankam, hat er die Bogenschützen auf einen kleinen Hügel zur Rechten der Muslime platziert. Hinten waren sie geschützt von dem Berg Uhud. Und auf der Seite von den Bogenschützen, auf dem Hügel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ausdrücklich zu ihnen: Ihr sollt nicht herunterkommen. Selbst wenn ihr uns siegen seht oder wir das Hinterlassene einsammeln und selbst wenn wir nach Medina zurückkehren, ihr sollt nicht herunterkommen. Als der Kampf entbrannte und die Gegner die Flucht nahmen und die Bogenschützen dies sahen, sie sahen, dass einige der Muslime sich um das Hinterlassene scharen und es einsammeln, und da sagten sie: Lasst uns auch teilhaben, der Kampf ist vorbei. Während einige von ihnen sie davon abhielten. Letzten Endes stiegen sie aber ab. Und das hatte böse Folgen für sie. Das hatte böse Folgen für sie. Die Feinde nutzten die Situation aus, schlugen zurück und platzierten sich auf den Hügel. Die Muslime waren nun so aus dem Konzept gebracht, dass sie um sich herumschlugen und sich gegenseitig verletzten und töteten.
An diesem Tag wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam an seinem Kopf blutig verletzt und seine Schneidezähne gebrochen. Hier drückt sich dann die Frage erneut auf. Woher das alles? Wie konnte das geschehen? Und dann werden sie von Allah Ta'ala zurechtgewiesen und das Problem beim Namen genannt. Es kommt von euch selbst. Ihr seid die Ursache, nicht die anderen. Ihr selbst seid schuld an eurer Situation, nicht die anderen. Wie auch in der Surah Shura ausgedrückt wird, er sagt, und was euch immer an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Und er verzeiht vieles. Und noch ausdrücklicher drückt es Allah Ta'ala in dem Vers aus, dies, weil Allah nimmer eine Gunst, die er einem Volk erwiesen hat, ändert, bis sie ändern, was in ihnen selbst ist. Und weil Allah allhörend und allwissend ist. Das ist eine Sache, die wir ernst nehmen sollten und die wir begreifen müssen. Die erste und allererste Ursache für all das Leiden der Muslime sind die Muslime selbst. Es sind ihre internen Verhältnisse. Es kommt von euch selbst. Sicher gibt es externe Ursachen, Boshaftigkeit, Listen und Pläne, bestimmt. Aber die Muslime mögen es gerne, generell all ihre Probleme und Missstände einfach auf die anderen abzuwälzen. Es gibt sicher eine geistige und physische Invasion, besonders durch die Globalisierung. Aber all diese Umstände können abgewiesen werden, wenn Folgendes geschieht. Allah Ta'ala sagt, wenn ihr aber geduldig seid und gottesfürchtig, wird euch ihre Arglist keinen Schaden zufügen. Übrigens entnehmen wir aus diesem Vers einen weiteren sehr wichtigen Unterricht, eine Lehre. Jene, die den Hügel abstiegen, waren nur ein kleiner Teil der gesamten Einheit. Wenn aber die Besonnenen jene, die Unbesonnenes tun wollen, nicht abhalten, werden alle gleiches Leid teilen. Und hört ihr dazu den Hadith an von dem Nu'man ibn Bashir, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis eines Menschen, der die Gebote Allahs einhält, und eines Menschen, der sie missachtet, ist denjenigen gleich, die ihre Plätze auf einem Schiff durch das Los einteilen. Einige von ihnen erhielten die oberen Plätze und andere die unteren Plätze. Es geschah dann, dass diejenigen, die die unteren Plätze bekamen, immer an den Leuten vorbeigehen mussten, die sich an den oberen befanden, um ihr Trinkwasser zu holen. Da sagten diese, was haltet ihr davon, wenn wir ein Loch in unser Abteil bohrten und die Leute über uns nicht mehr belästigen? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn die Leute dies zulassen würden, das heißt die oberen, was die anderen zu tun beabsichtigen, so würden alle zusammen zugrunde gehen. Und wenn sie sie mit der Tatkraft davon abhalten würden, so retteten sie sich selbst und alle anderen mit sich. Abschließend entnehmen wir aus diesem Hadith noch einen weiteren Nutzen. Nicht jeder, der Gutes will, trifft es auch. Hier wollten sie etwas Gutes, einen eingebildeten Nutzen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über dieses Vorhaben, über diese Idee, wenn die Leute oben dies zulassen würden, was die anderen zu tun beabsichtigen, so würden alle zusammen zugrunde gehen.